Ja, dass das passiert, jederzeit, dass du jederzeit irgendwo Informationen kriegst. Jein. Also grundsätzlich ist es so, und das erzähle ich auch jedem Teilnehmer, der zum Workshop kommt, du lernst die Methode des Lesens, das heißt diese Informationen aus dem Feld abrufen, mehr geht es darum erstmal nicht, lernt jeder, um sie später wieder zu verlernen. Das heißt, wenn ich mit mir wieder in Kontakt komme, und da ist das Lesen das Effizienteste, was ich erlebt habe in den vielen Sachen, die ich selber ja ausprobiert habe, ich komme so wieder in meine Mitte, ich komme so mit mir in Kontakt, dass ich dem auch anfange, wieder zu vertrauen. Weil eins ist ganz entscheidend: die Impulse, die aus dem Fels kommen, die sind immer sehr leise. Wir erwarten immer Feuerwerk und großes Drama. Tatsächlich sind diese Impulse sehr leise, sehr sanft. Und wenn ich aber mit mir anders im Kontakt bin, wenn ich wieder beginne zu fühlen, ein großes Thema unserer Zeit, zu denken, dass ich fühle, aber nicht wirklich zu fühlen, dann nehme ich diese Impulse wieder wahr und dann brauche ich irgendwann die Methode nicht mehr. Was wichtig ist bei der Methode, das war für mich ein Schlüsselerlebnis, als ich die eben dann auch weiterentwickelt habe in Verbindung mit einer hellsichtigen Frau, das ist das ganze Thema Erdung und Anbindung. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine vernünftige energetische Anbindung habe, höre ich erstens meine Impulse leichter und ich bin viel präsenter. Ich bin viel präsenter im Alltag und darum geht's. Für mich gilt die Intuition, der Bauch, wie sie es nennen will, das ist der Teil, der gibt mir den Weg vor. Und der Verstand, der hat die Möglichkeit, das dann umzusetzen. Der hat da die besten Möglichkeiten. Und es geht darum, die zwei Dinge wieder zusammenzubringen. Jetzt ohne deinen Kurs jetzt damit überflüssig zu machen, ich denke, das geht ja auch nicht, weil das ist schon ein Prozess und ich habe es ja, wie gesagt, über mehrere Tage. Da passiert natürlich viel mehr, als wir jetzt in dieser Sendung überhaupt verraten könnten. Klar. Ich weiß nicht, was du preisgeben möchtest in dieser Sendung. Könntest du sagen, was jetzt ein paar Methoden sind zum Einstieg, also zum Erden zum Beispiel, oder ist das jetzt, geht das zu weit? Nein, also im Groben geht es, also es geht, das Erden ist das A und O, das ist für mich die Basis und ist nicht nur die Basis für das Lesen im Feld, sondern für jede Arbeit, ob ich jetzt eine Meditation mache, ob ich jetzt irgendwie energetisch arbeite, heilerisch, da brauche ich die Erdung, das ist entscheidend. Natürlich ist es gut, angebunden zu sein, nicht nur auf der Erde, sondern natürlich auch mit dem Kosmos. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist vom Lesen, ist das Abgrenzen, das heißt, es findet, während ich lese, keine Interpretation statt, sondern es wird immer nach der Bedeutung gefragt. Und die Bedeutung ist für jede Person wieder anders. Auch wenn die Bilder, Worte, egal wie die Informationen kommen, vielleicht die gleichen sein mögen, aber es ist wieder ganz individuell und da geht es immer darum, die Bedeutung zu hinterfragen und nie zu interpretieren. Das ist, beim Lesen wird nie interpretiert. Damit kommt natürlich auch eine ganz andere Klarheit rein, wie mit anderen Methoden, die auch übers Feld funktionieren, wie Tarotkarten, Familienstellen und so weiter. Wo immer auch eine Interpretation möglich ist. Wenn jemand sehr gut und sehr angebunden ist, dann interpretiert er nicht mehr, klar. Aber da habe ich halt, ich habe da die Möglichkeit, eben wirklich all meine Überzeugungen, meine Ideen rauszunehmen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, dass es wirklich ungefiltert ist. Das heißt, mein Verstand, meine Ideen zu bestimmten Themen, die sind in dem Moment ausgeklammert. Das macht man also erstmal als zum Einstieg Ja. quasi Erdung, Wurzeln in die Erde, die Anbinden. kosmische Energie anbinden, dann hat man so eine Lichtkugel um sich, stellt sich das also vor und dann schickt man den Verstand irgendwo auf den Mond oder irgendwo weg, wo er erstmal Es nicht geht aber darum, dazwischenfunken genau kann. abzugrenzen. Das ist natürlich auch immer wieder die Falle. Der Verstand ist natürlich ganz schnell wieder dabei, auch bei mir. Ich hatte auch immer Zweifel, habe ich mir jetzt da was ausgedacht oder kam das wirklich aus dem Feld? Also das zu unterscheiden, ist zu Anfang wahrscheinlich auch erstmal eines der Hauptprobleme, dass die Leute auch, ich habe das ja im Kurs auch gemerkt, alle so ein bisschen immer Zweifel hatten, habe ich jetzt gelesen oder habe ich mir das ausgedacht oder woher kommt das? Ne? Weil es ist ja nicht so, man kriegt so ganz klar, dass man Bilder sieht, die wie gemalt, wo man jetzt Details hat, aber manchmal kriegt man auch so ein, wie ich das erlebt habe, so ein Das war Flash von kurz Flash. irgendwas und dann weiß man in dem Augenblick, komischerweise weiß man auch, was weiß ich, man sieht ein stilisiertes Haus und zwei Personen drin und man weiß, das ist der, den ich frage und seine Frau oder sowas. Und dann fragt er, ist da noch irgendwo eine andere Frau? Und dann sehe ich, nee, ist im Moment nichts, was da in dem Bild jetzt noch eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, die Frau hat keine Bedeutung oder nicht Genau. die Bedeutung, sowas. Ja, sowas passiert dann. Okay, also Einstieg erstmal das Erden, dann Verstand ausschalten.
Wie muss man sich das vorstellen, dass viele Leute nicht geerdet sind? Die schweben ja nicht wirklich über dem Boden, aber scheinbar auf feinstofflicher Ebene schon, dass die Leute gar nicht wirklich hier und jetzt sind. Das erlebe ich ganz, ganz oft in meiner Arbeit, ob jetzt in den Workshops oder auch in der Einzelarbeit, spielt keine Rolle, dass gerade die ganz feinstofflichen oder viele von den ganz feinstofflichen, denen fehlt manchmal so die wirkliche Entscheidung, ganz das Erdenleben hier anzunehmen, ganz hier zu sein. Und das macht sich dann eben schon bemerkbar, dass die Projekte, die sie haben, nicht wirklich sich manifestieren können, weil der Bodenkontakt fehlt. Ich nehme mir gerne das Beispiel vom Rennwagen. Ja? Der kann 1000 PS haben, aber wenn die Reifen den Boden nicht erreichen, dann bewegt er sich einfach nicht. Und mit der energetischen Anbindung, da geht es eben genau darum, dieses hier zu sein, zu sagen, okay, dieses Erdenleben mit all dem, was es uns bietet. Und es ist ja nicht nur jetzt die Begrenzung, sondern es ist ja auch Freude, Sinneswahrnehmungen, die wir so nicht haben können, wenn wir nur im feinstofflichen Bereich sind. Wenn ich nur in der Meditation sitze, auf irgendwelchen Wolken schwebe, fehlt mir das einfach. Und dadurch werden die Menschen auch präsenter. Das ist ganz oft, das ist für mich ein ganz eindeutiges Indiz immer, wie präsent ist jemand? Ist der da? So diese ganz kernigen, bodenständigen, die sind einfach da. Ja, aber es gibt auch welche, und ich habe es ja selber auch erlebt, die spielen im Grunde nur den coolen Macker, den Macho und so, aber sind tatsächlich nicht wirklich präsent und spielen irgendeine Rolle, die sie auch irgendwo mitgekriegt haben. Und dann kann man natürlich in der Arbeit wirklich gucken, wo kommt das her, warum ist der. Also es fängt natürlich schon mal mit an, ich habe es ja auch erlebt, dass man, wenn man diese Einstiegsübungen macht, also Aber erstmal mal wirklich gerade von mal, wo wir gerade hier sitzen, fängt damit schon mit an, einfach zu merken, ich bin jetzt hier und spüre die Füße auf dem Boden und ich atme in mich hinein, all diese Sachen. Und dann passiert auf einmal, dann merkst du, ja tatsächlich, habe ich mich so gefühlt, als wenn die Beine eigentlich hier oben oder gar nicht auf dem Boden sind und jetzt genau. komme ich dahin. Also das kann jeder im Grunde erfahren. Also eigentlich, du sagst ja, es kann jeder. Kann also auch jeder in deinen Kurs kommen, keiner da sagt, nee, Absolut. du kannst das nicht. Nein, nein, eben, weil es kann jeder lernen. Und es wird eben auch mal spürbar, es wird mal erfahrbar, wie das ist, der Unterschied. Wenn ich jetzt wirklich die Füße am Boden habe, allein die Aufmerksamkeit bringt mich ja schon her. Ich meine, es reicht ein Blick auf den Boden, der erdet mich schon. Erden ist insgesamt ganz einfach und es gibt ganz viele, viele Möglichkeiten. Auch die Absicht allein, ne, Die zu Absicht sagen, allein, ja? sich zu verbinden mit der Erde Genau. und zu jetzt zu sein. Passiert schon durch die Absicht was, Ja. ne? Entschuldigung, hab dich Nee, unterbrochen. nee, kein Problem. In diesen ganzen asiatischen Kampfkünsten oder Meditations, also ob das jetzt Qigong ist, Tai Chi, Kung Fu, wie gesagt, das Hauptthema ist immer die Erdung. Weil in dem Moment, wo ich stehe, wo der Stand gesichert ist, ist es egal, ob es da ein Feind kommt oder ein imaginärer Feind.